Assalamu alaikum, meine Lieben. Wer ist das? Dexi? Hast Hunger? Ja. Irgendwas ist im Stall passiert. Wir werden es erfahren. Komm, Dexi. Komm. Das kriegt jetzt erstmal die Beauty. Ja. Guten Morgen. Uiuiui, voller Fliegen. Hä, was ist hier passiert? Wer hat denn das? Machst du das? Knapperst du das an? Jetzt gucken wir erstmal, was hier los ist. Ja, die schreien. Hier, zeig mal du. Was ist hier los? Ah, oh, Leute, es ist schlimm, hierher zu kommen. Ja, weh. Ihr habt noch Heu und alles, komm. Komm, Dexi, komm rein. Lecker, lecker. Ab. Muss immer. Schnell, Dexi, komm. Komm, Dexi, lecker, lecker, komm. Komm, Dexi, komm. Lecker, lecker, komm. Ja, fein, lecker, lecker. Aho. Lass du nicht. Komm jetzt. Ah, oh, ich sag's. Dann mache ich jetzt hier zu. Komm jetzt. Komm. Selber schuld. Oh, ist der Bambi wieder da? Nee. Keiner hat ihn gebracht. Und ihr? Seid ihr noch am Rumheulen? Ja. Oh, nee. Wart ihr da drin? Zeig mal Licht an. Licht an. Nee, die sind da nicht rein. Ja, ihr zwei. Hm? Miezi. Oh, ich hab dem kleinen Flitzi, so heißt er jetzt, Joghurt mit Thunfisch gegeben. Und das frisst er voll. Also, ich wollte nur schauen, ob alles okay ist. Gucken wir mal hier. Hier hat jemand das Nest gefressen, was sie extra gebaut hat. Ist alles weg. Guck mal, wie die schreien. Also bitte. Ich weiß nicht. Hallo. Ich glaube langsam, da war jemand da und hat's gefressen. Was anderes kann es ja nicht sein. Wo soll das sein? Die ist leer. Irgendwas stimmt hier nicht. Weil hier war ein Loch. Vielleicht sind die Katzen hier rein und haben alle weggefuttert. Ich habe es jetzt zugemacht. Who knows? Was schreit denn ihr so rum? Also du hast eine besonders hässliche Stimme, muss ich sagen, Lolita. Das ist ja horrible. Ja. Und was geht hier ab? Alles okay. Cool, Luther, Mom, Storky. Still alive. Ne? Alle gut. Alles klar. Warum habe ich nur die Ziege geholt? Ich bin heute wieder traurig. Ja, ist halt so. Ist halt so. Dexi ist wieder weg. Pech gehabt. Ja. Guck, die Kleine ist auf dem Klo, die Miezi. Also der Flitzi wiegt 235 Gramm. Hier kann man ja gar nicht reden wegen dir. So, 235 Gramm. Hast dich jetzt wieder erinnert? Bist in der falschen Wohnung. Panic Attack. Oh. Alles okay. Mach mal was. Ihr habt voll viel Futter, Heu, alles da. Was wollt ihr? Müsstet alles auffressen hier. Ja. Die Schafe würden das machen. Guck mal, da kannst du gehen. Schau mal. Der Kleine, der wiegt heute 30 Gramm mehr. Eigentlich 32 Gramm. Guck mal, hier kannst du dich schön verstecken. Schlafen. Da ist noch die Milch, die habe ich ihm gerade gegeben, 5 Milli. Und ansonsten isst er
Der ist mit den Pfoten rein und hat hier Sauerei gemacht, gell? Ja, komm, wir machen zu. Ich mache auch Licht an. Nee, Licht lass er mal an. Du willst zu mir. Ja, mäuserig. Ja, da ist jetzt noch Thunfisch und die Muttermilch, diese Kittenmilch. Ja. Ich habe überlegt, nach der ersten Impfung hole ich vielleicht die Mietzi rein. Die ist ja ganz alleine, die tut mir auch leid. Aber ob ich sie gleich hole, die scheint mir halt auch gar nichts zu haben, ne? Die sieht ja fit aus. Dann müsste ich aber die Vögel wieder raus, ne? Die braucht doch jemand zum Spielen, aber die schläft halt auch viel und Mietzi will spielen. Die ist vielleicht zu groß. Mietzi ist ja schon drei Monate und mehr, glaube ich. Ja. 3 Monate ist die. Ist aber auch noch ein Zwergi, gell? Ja. Ach, es ist halt nicht so einfach mit den Tierle, gell? Mach mal Licht aus. Komm, geh schlafen. Du bist müde. Geh zu Teddy. Der beschützt dich. Ich gehe jetzt wieder, okay? Da hast du ein Getränk. Ja. Ja. Hast Angst? Das ist doch ein Baby. Das ist doch eine Freundin. Mietzi. Hast Angst? Oh. Ist doch gut, ist doch gut, ist doch gut. Ich wollte doch nur einen Gefallen tun. Hey, guck, sie hat noch geschleckt. Ach so, das war bestimmt die Mietzi. Hey. Komm, Mietzi. Also ich habe sie jetzt rausgenommen, die will die ganze Zeit zum Esel. Guck, was willst du denn da? Hm? Denkst du, das ist deine Mama? Und die Heidi ist ganz lieb. Also, guck, geht sie hin und will hoch. Mich zum anderen auch. Zum Jack. Der mag das aber nicht. Die Heidi, der ist das egal. Ja, Heidi. Du fällst mir da runter und dann treten die Esel auf dich, dann hammer's. Gell? Ja. Ihr zwei Mäuse. Ja, die will halt ausspielen. Ich hab die Mietzi rein, aber ich hab sie auch gleich wieder raus. Ist das ein Floh? Nee. Die muss auch sich ein bisschen bewegen da in dem Zimmerle. Wo willst du denn hin? Guck, Donner. Ich will nichts wissen von Viecher. Ja, so klein warst du auch mal. Was mache ich jetzt mit dir? Mäuschen. Wo willst du denn hin? Komm, wir gehen auf die Veranda. Hier geht es nicht. Jetzt kommt die Beauty noch dazu. Hm? Wie reagierst du auf Katzen? Darf die? Komm. Das mag sie auch nicht. Ja, die kratzt, gell, mit den Pfoten. Ja. Ja, so ist das. Oh, nee. Kommst hoch? Nee, keine Treppen laufen. Männer hängen die Wäsche auf. Super. Einer muss es, wenn die Mama nicht da ist. Kein Bock hat. Komm jetzt. Was willst du jetzt machen? Komm, zeig uns. Die Flucht ergreifen. Wer füttert dich dann? Mietzi mag ihn gar nicht. Er hat Angst. Mietzi hat ihm voll eine gedonnert. Ja, ich bin da. Guck. Kommst du jetzt? Ja, was willst du machen? Bisschen auspowern und dann geht sie wieder schlafen.
Mäuseli. Komm. Komm. Die hat Angst. Na komm. Trau dich. Hey, denn nein. Einer heult immer. Komm. Wo bist du denn jetzt? Aber die will die Katze sehen. Ah. Der hat blaue Augen. Alle Katzenbabys haben blaue Augen. Hier ist er. Blau, Jedidi. Danke fürs Wäsche aufhängen. Und wer kommt da? Amu Sabri kommt. Mal sehen, was der will. Wird er was reparieren hier? Wem gehört das Pferd, sagt der Junis mir. Ja. Was ist los? Also. Der ist wirklich ein Flitzi, du. Der Flitz, der Name, den habe ich ihm einfach so gegeben. Aber jetzt ist er wirklich, er flitzt immer rum. Das hat kein Baby gemacht. Meine Schuld, die Namensgebung. Der hat verstanden, ich bin Flitzi, ich muss flitzen. Nee, dann nennen wir dich lieber Ruhigi, ganz ruhig bleibe. Charlie. Maus hat gesagt, nenn Charlie. Miau. Vielleicht denkt der Vater auch, das ist die Mizi. Und wenn, was will er sagen? Wir können doch so ein Baby nicht auf der Straße lassen. Dafür ist jetzt Dexi, Donna und Princess Straßenkatzen, drei weniger. Und Bambi ist eh gerade wieder unterwegs und Mopsi wurde geklaut. Also wir sind jetzt gerade bei 11 oder so von 16. Ja. Die ruft mich, die Beauty. Will ich wieder nach Hause? Das wäre das Beste für alle. Ich schwitze heute wieder 36 Grad. Oh. Ich komme gerade vom Live-Video, wer es noch nicht gesehen hat. Warum ich so geknickt bin. Der schlimmste Tag meines Lebens ist gewesen. Ja. Was Krasseres habe ich noch nie live erlebt. Und die Bilder aus dem Kopf zu bekommen, ist nicht einfach. Wo bist du jetzt? Da ist sie. Na gut, meine Lieben. War gerade auch so den Esel, das habt ihr ja gesehen. Die Heidi ist ganz lieb. Der Jack mag keine Katzen. Beauty auch nicht, aber Heidi ist wieder eine Liebe. Heidi mag die Beauty nicht so. Macht immer die Ohren nach hinten. Was macht denn ihr da? Heute haben sie wieder ein bisschen Müll verbrannt, dass es weniger wird. Oh, wo gehen denn die Ameisen hin? Schau mal, es wuselt hier. Ah, gehen sie hoch, geh schön hoch zu denen. Nicht zu uns. Super. Okay, Beauty. Mia! Ja. Ui. Wo ist die? Ach, da bist du. Komm, komm mit. Mausi. Hast du mich erschrocken? Komm, genug Spaß gehabt. Jetzt gehen wir schlafen. Komm, verlass. Guten Morgen, neuer Tag. Komm schon alle, ich habe mich gerade hingesetzt. Lasst mich mal ein bisschen. Also, Resümee.
Fangen wir bei den Katzen an. Wir haben jetzt 4 Freigänger, die kommen auch nicht mehr rein. Vielleicht die Princess manchmal, aber jetzt gucken wir mal, fressen die da oben schon? Da oben liegt Futter, Wasser für Princess, Donna, Dexy und Bambi. Bambi will hier nicht sein. Mein Mann will ihn behalten, aber wir können ja keine Katze zwingen. Und ja, wenn er halt bei... Ich mach dir auf, Younes. Nein, warte, ich mach auf. Das ist schwer, Younes. Hab keine Angst, sagt er. Ja, dann haben wir die Maddie. Also eigentlich haben wir 16 Katzen mit der Maddie. Die Maddie zieht ja bald aus. Flitzi kommt. Dann haben wir jetzt 15 Katzen. 4 Freigänger, also 11 hier drinne, die hier drin bleiben wollen. Bis jetzt. Gut, der Prinz will auch nicht hier bleiben, aber den kann ich nicht rauslassen. Der wird sofort geklaut. Der Bambi. Oh, die Frau will... Hast du es geschafft? Pass auf, pass auf. Rusty bleibt da. Ja. Definitiv werde ich mal mit der Nachbarin sprechen, die hier wohnt, die den Bambi so liebt. Und ob er dann noch raus darf oder hat sie den nur im Haus, dass er dann bei ihr wohnen darf, bei das Haus dann. Die liebt den voll. Die hat gesagt, du kannst meinen Mann dafür haben. Ja, und wenn sie den, der Bambi will ja auch dorthin gehen, dann muss man die auch nicht zwingen bei uns. Nur weil mein Mann jetzt, das ist auch Tierliebe, ne? Die Tiere, den Willen zu geben. Dem Prinz, wie gesagt, der hat ja kein Zuhause, oder, ne? Der bleibt bei uns. Und der, ja, ich weiß es noch nicht, aber der ist jetzt nicht so scharf drauf rauszukommen, wie die anderen. Er ist auch hier der Boss. Ja, die Ziegen habe ich jetzt aufgemacht mit dem Pferd, dass sie mehr Freiraum haben zum Laufen, weil die Lolita springt über die Mauer und dann fängt die Milka an zu schreien. Das glaubt Kossau. Keine einzige Ziege hat sich getraut, von da oben runter zu springen. Aber die Lolita macht es. Und die Schafe sind jetzt ganz hinten bei den Affen, haben da ihren Platz, haben da ihr Futter, da ihr Wasser. Bei den Hasen ist tote Hose, da ist nichts. Die Esel sind wie gewohnt frei. Was war denn der Sabri gestern? Hat er irgendwas gemacht da bei der Oma? Keine Ahnung, aber der hat mir gesagt, es ist euer Pferd. Ich habe gehört, der hat gesagt, es ist euer Pferd. Und du hast gesagt, ja, mein Pferd. Ja. Und was hat er gesagt? Masha'Allah? Ja. Ah ja. Und was hat er dann gemacht? Was wollte er hier? Keine Ahnung, Ohrenfinger. Hat sie dich gebissen? Keine Ahnung, die oder die. Guck mal, die Maddie kommt zum Younes. Oh. Okay. Ja, der Younes ist ein Katzentyp. Du willst immer Hunde, aber guck mal, wie die Katzen zu dir kommen. Du bist ein Katzentyp. Ich mag sie nicht, aber ich mag sie streicheln. Ja. Ich mag sie voll. Das ist schön weich, gell? Ja. Ja, der Katzentyp, wer jault jetzt? Der Gaffi will auch raus, das stimmt. Komm, Gaffi, du darfst dann auch raus. Komm, yalla. Den wollte ich ja rauslassen, aber der wollte nicht kommen. Komm, yalla barra. Komm, Gaffi. Du darfst. Komm, Gaffi. Komm, barra. Komm. Komm, barra, Gaffi. Der hört doch auf den Namen, ne? Komm, barra. Komm, yalla. Geh. Geh raus, geh. Yalla. Geh raus. Also, Katze Nummer 5, Freigänger. Bevor der da rumjault und den, ich weiß, dass er auch raus will. Jetzt haben wir nur noch 10 Katzen hier, ist auch gut. Ich will nicht mehr Katzen. Ich will schon Katzen, aber ne, muss ja nicht. Die Paris will manchmal raus, aber eigentlich auch nicht. Die mag das hier. Und bevor ich da immer hier, heute waren auch wieder 4 draußen. Ja, guck mal. Kleine Mausi. Ich tue immer Futter auf den Tisch, weil manche mögen das nicht. Komm, Mitzi. Hier, lecker, lecker. Guck, lecker, lecker. Schau. Manche mögen das nicht. Ja, du hast heute keine Schule, Samstag. Schau, ich mache hier auch immer Futter auf den Tisch, weil die Katzen mögen nicht immer. Nicht jede Katze geht da rein in den Sack. Dass alles okay geht. Gell? Und du auch.
Oh, meine Nerves. Ich sag's euch, wie es ist. Es ist, wie es ist. Aber alhamdulillah, die Ziegen halten die Klappe. Das ist das Wichtigste, gell? Komm. Komm, auch für welche, die hier essen wollen. Rutsche ich noch aus. Ja. So, Mama geht jetzt duschen. Ich bin fix und fertig. Es ist 8 Uhr oder was. Baba muss heute zum Zug nach Sheikh Ali Futter holen. Hast dich schön... Guck mal, hat er sich schön gemacht schon, der Junge. Mama. Hm? Ich gehe nicht mit Baba. Gehst mit dem Baba? Wieso denn? Nee, muss ja nicht. Ja. Ich habe ja nichts gesagt. Ich nur gesagt, der Baba geht. Ich wecke den bald auf. Mausi hat heute die Esel gemacht. Weißt du, diese ja. Katze, die liebt mich voll. Aber die ist nie wieder. Die Rusty liebt alle, aber der Bumbum liebt dich am meisten. Der Bumbi. Den du gerettet hast. Wo ist denn der? Bumbi! Dieser dort. Der rot, rot-weiße Jonas. Da ist er. Der Bumbi. Da. Den du gerettet hast, der kommt doch immer zu dir. Alle Katzen kommen zu dir. Ja. Rosie ist auch eine Schmusige. Ach, guck, nimm mal die Weißen. Ich kann auch nicht so denn. Das ist Liebesbiss. Ja, das ich weiß, aber ich starke nicht. Und die Medi kommt zu dir. Die kommt nicht mal mehr zu mir. Subhanallah. Die merkt, sie muss sich von mir lösen. Ja. Meine Kinder. Deine Kinder. Genau. Wenn du groß bist, wirst du auch so viele Katzen retten wie die Mama. Ich bin groß, das Erste, ich habe Geld, ich mache ein Mustachio. Ein Krankenhaus für Tiere? Nein, oder für Menschen? Für Menschen. Und ich hole 125 Männer und Frauen. Mhm. Von der Stadt? Hm, hier? Nein, von der Stadt, nicht von der Stadt, von Barra Masra. Aus Aho? Von da. Aus dem Ausland? Ja. Für Tiere. Für Tiere? Warum aus dem Ausland? Ich muss sie können nicht auf die Tiere. Die Ägypter können nicht auf die Tiere. Ja, ja. Sie macht doch Hunger, die sagen, nein, die ist tot hier. Und hier ist ihren Hals. Die macht uns hier. Was ist das? Was ist das? Das hat der Jonas schon kapiert. Der will auch. Ja. Und was machst du mit diesen 125 Leuten? Wie bezahlst du die, wenn du reich bist, ne? Ja. Und dann kaufst du dann Grundstück und baust dann, also erstmal ein Menschenkrankenhaus und dann für Mach Tiere. Ich gehe und hole Tiere dort. Die Tiere, die sagen, Khalas, ja, dieser Mann, dieser Junge ist bei uns, der gibt uns dort. Mhm. Und danach, die sind fertig und erlebt. Erlegt. Tot. Nein, erlegt. Ja, erledigt. Nein, die hat Dauer genommen. Also. Medizin. Ja. Mhm. Die hat Medizin gelassen, die weckt die Auer. Und der kann jetzt gehen hinter mich und jemand sagt, geh auf das Tier und schlag ihn. Also, du willst die Tiere dressieren und dann, wenn sie. Baby, das ist noch. Der ist süß. Wenn allen Tieren hilft, kann er die Tiere dann denen befehlen, jemanden anzugreifen, wenn er will. Guck mal, wie die Medi dich liebt. Subhanallah. Au. Du weißt, dass die Medi ausziehen wird. Mama, nein. Doch, die Medi geht doch nach Nimsa. Da hat sie ein ganz schönes Leben. Mama. Oh, Baby. Nein, Medi nicht. Doch. Glaubst du, was für ein schönes Leben die dort hat, das wirst du sehen. Wir sehen dann auch Fotos von ihr. Und die kommt doch immer nach Luxor. Die kannst du dann, die wird fliegen hin und her, wie eine reiche Katze mit ihrer Besitzerin. Und dann fliegt sie im Flugzeug. Das musst du ihr gönnen. Verstehst? Bei uns im Stall. Was macht sie hier? Und die hat auch nicht so viele Freunde. Die ist immer Außenseiter. Wenn man ein Tier liebt, muss man es auch mal loslassen. Ja, ich weiß. Guck mal, du hast ja noch so viele andere hier. Schau mal. Der Bumbi ist dein Liebling. Den hast du gerettet. Diese vier, ich mag es am meisten. Ja. Die sind die Libis. Und die Mizi. Und der Prinz. Das sind so Haare.
Siehst, da oben ist Wasserfutter. Das ist jetzt Dexi. Dexi! Wer ruft mich da die wieder? Ja, ich. Also Prinz, was machst denn du jetzt? Miau, ja, oh Baby. Komm, mein Baby, der will zu mir. Ja, komm. Der ist ja, so goldig. Prinz. Nimm ihn, den kleinen Süßen, den dicken. Der ist jetzt 8, 9 Jahre. Genau, 9 Jahre ist er alt, der Süße. Das 2 Jahre ja. Bei uns. 1 Jahr ist ein Jahr auch? Nee, 2 Jahre ist er bei uns. Der ist mit 7 eingezogen. Ja. Lass ihn, ja. Er ist so süß. Das ist wie eine nackte Katze. Wie ein Löwe. Ja. Es gibt weiße Löwen, Mama. Ja, es gibt weiße Löwen. Ja, aber wo denn? Es gibt in Deutschland? Vielleicht in einem Zoo oder so. Die Mizi. Okay, meine Lieben. Gucken jetzt nochmal, was wir heute machen. Ja. Essen haben wir noch. Mahmoud wollte gestern noch changing the weather, weil es mir gestern nicht gut ging. Da kommt die Lolita wieder. Wollte einen Familienausflug machen, essen gehen oder irgendwas, aber ich wollte nicht. So dumm. Ich war gestern ganz, ganz schlecht drauf, Jonas. Die ist so groß wie meine Hand. Ja. Hätte das, der Jonas ist ein Katzentyp, ich sag's euch. Nein. Natürlich, du willst nur nicht zugeben. Hunde. Aber weißt du, Du guck mal den Süßen da, wie kann man den nicht mögen? Magst du den Fino nicht? Echt? Ich mag nur Bälle, die Hunde. Der mag nur Bälle, die Hunde. Keine Ahnung, wieso denn? Weißt du, Heini hat einen Bällehund, der hat volle Muskeln. Der schwarz-weiße? Ja. Der heißt Rex. Und der hat noch einen. Bunny. Ja. Hat er mir auch erzählt, Bunny. Der hat noch einen Hund. Ich wünschte, ich könnte nehmen. Wir können nichts nehmen. Wir haben einen Hund, der tut die Schafe zusammenhalten, die Ziegen. Wenn die mähen, geht er sofort hin. Der tut die Hühner ins Bett. Was willst du denn mehr? Ja, friss bisschen. Ich wünsche einen Bälle, die Hunde. Ach ich was. Mag nicht. Die Bälle, die werden mir zu groß und wenn du groß bist, kannst du dir Hunde holen, wie du willst. Mama, ich warte 100 Jahre. 100 Jahre, nö. Nur 20 Jahre. Ah, Vivi. Bitte, Mama. Mausi lernt gerade, die hat auch gleich ihr Französisch, dann noch irgendwas. Am Samstag, wo sie frei hat, hat sie die meisten Nachhilfestunden. Also Lerngruppen, nicht Nachhilfe. Naja, und die Maddie, die Gerda ist die neue Besitzerin, die hat schon eine Katzentoilette gekauft und einen Kratzbaum in Österreich und hat eine Katzentoilette gekauft für Luxor, die zieht ja nach Luxor und kommt dann immer, 6 Monate lebt sie in Ägypten, die Maddie, in Luxor und den Rest vom Jahr in Österreich. Ist doch cool, oder? Die fliegt immer hin und her, die Dame, guck mal, das ist auch richtig eine Dame, schau mal, wie sie da sitzt und leckt sich sauber und guckt. Die hat doch keinen. Die mag das nicht, was du machst. Das sieht man in ihrem Gesicht. Ja, das musst du beobachten, ob die Tiere das mögen. Nein, hör auf, sagt sie. Tu dir die Ohren streicheln, das mag sie. Genau, das. Okay. Mama hat neue Schuhe bekommen. Größe 40 für Frauen. Ja, und ich wollte eine ohne Löcher, dass der Fuß schwitzt. Wisst ihr warum? Das hört sich jetzt wieder blöd an. Aber das ist besser für die Füße, weil meine Füße schwitzen nie. Ich habe richtig trockene Füße. Und im Winter. Es ist für mich genauso wie Sommer am besten so zune Schuhe, wo die Füße schwitzen können. Das ist auch gesünder. Ne? Und auch wegen der Hornhaut. Dann hast du keine Hornhaut, wenn der Fuß schwitzt. Das ist ja wieder interessant, also zu wissen, denke ich mal, wenn das jemand wissen will. Da kannst du dir praktisch
Ja, wer trockene Füße hat oder... Aber ich habe ja hier immer offene Schuhe. Und dann, meine Füße sind trockener wie Staub. Und dann sind sie so trocken, dass wenn ich auf dem sauberen Fliesenboden laufe, wo frisch gekehrt wurde, mit Wasser gemacht wurde, habe ich trotzdem schwarze Füße. Nicht schwarz, aber so gräulich. Ganz komisch. Na, deswegen, Zune-Schuhe sind immer besser für mich, gell, Bumbi? Ja. Okay, meine Lieben. Younes, was? Geh mal runter, das ist nicht für Kinder. Das ist für Katze? Das ist für die Katzen. Es gibt eine Katze. Die ist so schwer, die kann das kaputt. Niemand kann das, die können 5 Katzen drauf. Mehr. Die Miezi geht immer da drauf. Ja, die Kleine. Die Kleine und rettet sich vom Angie. Gell? Ui, da ist die Kleine. Bist du gekommen? Habe ich gar nicht gemerkt. Ja. Jetzt kommt der Baba. Ah, you must go to the souk and harda. Ja. Ah, der will die Schrauben. Mashi. Ja. Ich weiß schon, was er möchte, Younes. Der will einen Musmar für den Rechen, den ich gekauft habe. Heute geht er zum Souk. Unsere Werkzeugkiste, wo habt ihr? Ah, hier ist die Werkzeugkiste. Guck mal, tu mal hier Schrauben raussuchen. Ich will Geld. Du kriegst gleich Geld, wenn ich drin bin. Hol mal ein paar Schrauben da raus. So, hier, hallo. Guten Morgen. Hier. Da findest du alle Schrauben. Der Younes hat vorhin gesagt, da steht Allah. Salam alaikum. Was steht da? La ilaha illallah. Ja. Und der Rusty, wenn der Younes ein anderes Kitten oder eine Katze streichelt, geht er immer hin, macht die Hand weg und sagt, streichel mich. Hey, was ist hier los? Warum machst du die Kiste auf? Was ist da drin? Alle gucken, neugierige Katzen. Lauter Schrott. Du räumst es wieder weg, gell? Du musst auch gucken, was ist das? Mama? Ja. Ach ja. Okay, meine Liebe, das war's im Video. Bis die Tage. Masalema. Boy.